Flight Unlimited 2, ja, Unlimited von wegen, man flog in Flight Unlimited 2 nämlich nur in einem Areal um San Francisco rum und das mit 5 Maschinen. So much for Unlimited. Mir ist die Faszination von Flugsimulatoren immer irgendwie verschlossen geblieben. Ich kann nichts damit anfangen. If you're going to San Francisco. Das ist San Francisco? Bei der Grafik stand damals in GameStar, das sieht fast aus wie auf einem Foto. Wenn man das jetzt mit heutigen Augen sieht, dann würde ich sagen, es sieht aus wie in einem alten Computerspiel, aber nicht wie in einem Foto. Es wackelt total, mir wird schlecht. Some flowers in your hair. Hey, das war damals sensationell. Also, grafisch zumindest. Es war, glaube ich, Looking Glass, die großartige Spiele gemacht haben, unter anderem die Thief-Reihe. Ja. Und die haben dann plötzlich einen Flight Simulator gemacht, was ich total strange fand. Ja. Das hatte schon so richtig so Hügel, sieht man hier ganz gut, und das hatte richtige Topografie und das war damals der Hammer, hat allerdings auch einen Mörderrechner verlangt. Für zivile Luftfahrt-Fans, also war es schon eine tolle Sache, auch wenn, ne, nur für Modelle und so weiter und so fort. Aber mir hat es damals gut gefallen, aber mir gefällt ja alles gut, worin man rumfliegen kann. Flight Unlimited hatte auch schon etwas, was der Flight Simulator jetzt als große Neuerung präsentiert hat, nämlich diese Flugmission, diese Abenteuermission, das gab es damals schon. Und es gab ja 40 so Abenteuermissionen, da musstest du dann da irgendwie Mox-Fulda auf einem Flugzeugträger landen. Ah ja, ja, wer denkt sich sowas aus? Geheimagent, ja, toller Witz. Ja, wo wir bei Huckeln vorher schon waren, das hier huckelt ja auch mal erbärmlich. Und das Bittere ist, das ist ja der beste Teil der Test Drive Serie, der vierte. Es wurde danach nur noch schlechter und es war davor nur schlechter. Ich fand den ersten Teil super, aber da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Es war ganz okay, hatte Original-Cockpits, wie man hier sieht, das Tempo war ordentlich und es hatte die lustigste Fahrzeugphysik aller Zeiten. Ah, das sind Gummiballautos, aber wo du gerade Cockpit sagst, das schafft dein heutiges Need for Speed immer noch nicht. Ja, Mai, es war halt ein Rennspiel, wo man so 60er Jahre Muscle-Cars fahren konnte. Und auf der anderen Seite aber auch wieder so heiße neue Sportpizza von 98. If you're going to San Francisco. Nein. Wir haben heute nur Spiele mit San Francisco drin. Ja, und ich hoffe, und dass ich das kann jedes Mal singen. Oh. Ja, und hier sind wir schon wieder in San Francisco, wie bei Flight Unlimited auch gerade. Das ist nämlich, ja, war für den vierten Teil noch eine der guten Punkte, dass man da durch realistische Städte gefahren ist, unter anderem auch durch München, durch unsere quasi adoptierte Heimatstadt. Und man konnte in dem Teil auch durch München fahren, durch den, über den mittleren Ring, und konnte da am Olympiastadion vorbeifahren. Ja, ne, wenn man bei, also ich meine, es gibt zwei große Serien, die Spiel mit trashigen Videos verbunden haben. Das ist einmal die CNC-Reihe und einmal ist es Wing Commander. Wing Commander. Und zwar das Prophecy. Ja, das war ja irgendwie gemeinhin ja offenbar das Beste. Ich habe es leider nicht gespielt. Es hat niemand gespielt, leider. Es hat sich ja miserabel verkauft. Mhm. Deswegen ist Wing Commander jetzt tot, weil Prophecy sie nicht verkauft hat. Und Prophecy war wirklich der beste Teil. Fantastische Missionen, fantastische Grafik, der absolute Wahnsinn damals. Ich weiß noch, diese beweglichen 3D-Cockpits, war großartig. Und vor allen Dingen war es meiner Ansicht nach das letzte Weltraum-Actionspiel, wo du wirklich riesige Schlachtschiffe hattest. Hier in der Videoszene sieht man ja auch diesen Typen, ich glaube, der hieß Maniac. Und der hat ja auch den Biff bei Zurück in die Zukunft. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Das ist das erste Wing Commander, also nicht das erste, der fünfte Teil, aber das erste Wing Commander, wo nicht mehr Chris Roberts dabei war. Und Chris Roberts ist ja quasi einer der großen Stars der Spieleszene der 90er. Der hat Wing Commander erfunden, bei Origin gearbeitet und hat die Serie dann auch systematisch in Richtung Film geführt. Und der dritte und der vierte Teil waren ja so richtig epische filmische Meisterwerke, wo dann noch so ein Spiel dran geflanscht war. Und hier war er weg und man kann sagen, das hat der Serie nur gut getan. Das Spiel war gut, ließ sich fantastisch steuern und die KI war super, glaube ich. Oh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die KI war sehr gut. Ja, damals hatten sie noch was von filmreifer Inszenierung verstanden. Ach, ja, war damals schon überflüssig. Oh, komm. Nee, aber die Raumschlachten waren Wahnsinn. Mhm. Actionreich, ist immer was passiert. Es konnte wirklich 40, 50, 60 Schiffe auf einmal darstellen. Das waren Raumschlachten, wie sie sich gehören. Und nicht so die 5, 6, wie wir sie heute haben. Jawohl. Mehr solche Spiele.
Neues Wing Commander. Ja, Wing Commander 6 sofort, will ich sofort kaufen. Machen wir selbst eins. Nee, ich kann das nicht. X-Wing vs. TIE Fighter, Balance of Power waren quasi die Solo-Missionen zu dem Multiplayer-Spiel. Ja, das ist auch ein bisschen absurd, diese Firmenpolitik. Erst machen sie mit X-Wing und TIE Fighters zwei Solo-Spiele, dann kommt X-Wing vs. TIE Fighter quasi kombiniert als Multiplayer-Spiel und stellen dann fest, naja, eigentlich wollen es die Leute gar nicht haben, lass uns da noch schnell ein Addon rausbringen, das dann doch wieder zum Solo-Spiel. Das war toll, 5 Schiffe pro Seite, man konnte mit einem rumfliegen, was es auch in den Filmen gab, vom B-Wing über den X-Wing bis zum TIE Fighter von Darth Vader. Das hat schon Spaß gemacht. Es hatte halt diese typische Atmosphäre, Original-Soundtracks, Original-Musik. Ich meine, da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, also Star Wars, ich sag's Star immer wieder. Star Wars ist wieder. Super, sag's ruhig. Ja, Star Wars ist super. Fand ich noch nie toll, bis auf Han Solo. Und der kommt da drin ja nicht vor. Han Solo, genau. Es ist ja so, dass die Wing Commander-Spiele sind ja eher so für die breite Masse der Weltraumspieler, für den Pöbel, sagen wir mal. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Star Wars-Weltraumspiele dagegen so für die höherklassigen Spieler sind, für die einen höheren Anspruch für die Elite haben, für die Elite quasi. Und du zum Beispiel? Ich gehörte zum Pöbel. Ich habe das nie gespielt. Okay. Ja, die Gegner waren ja auch gerne mal weit weg, genauso auch wie die Konvois, die man beschützen musste. Und dann waren die 5 Minuten Flugzeug weg, da musste man ganz viel Energie auf die Triebwerke tun, um dann dahin zu rasen. Und das klappte dann doch nie. Also das war schon, die Missionen waren teilweise echt knifflig. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Star Wars hasse? Alles drumherum. Sag's ruhig. Okay, ich hasse Star Wars. Ich auch. Diese hässliche Frau mit diesen Blumenkohlohren oder was das sein soll. Und dieser komische große Hund. Und dieser Typ, das ist doch kein Held, oder? Nee. Also, Vater. Also ich fand das immer total daneben. Und ich habe aber dieses Spiel trotzdem ganz gern gespielt, aber ich habe damals alles gern gespielt.